Der erste hängen gebliebene Bayern-Sieg war, als wir noch im Grünwalder Stadion spielten. Da hatten wir 11:1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Da war ich mit meinem Vater im Stadion. Das ist über Jahrzehnte hängen geblieben. Wir haben zwar die Dortmunder die letzten Jahre immer kräftig geschlagen, aber 11:1 hat nicht mehr stattgefunden. Aber da war ich wirklich ein kleiner Bub. Und seitdem bin ich Bayern-Fan. Als ich mit Jörg Wacker das erste Mal besprochen habe, war ich eigentlich spontan begeistert. Aber dachte, es ist doch prima, wenn ein Aushängeschild wie der FC Bayern dann auch seinen Heimatort auf dem Trikot trägt. Und das finde ich klasse. Und natürlich ist das auch mir in meiner Zeit schon als Wirtschaftsreferent immer, egal wo ich war, immer vor Augen geführt worden, dass es ganz wenige Begriffe gibt, die so signifikant mit einer Stadt verbunden sind wie der FC Bayern München mit der Stadt München. Und das ist jetzt egal, ob du in Asien bist, in Südamerika oder irgendwo auf der Welt. Der FC Bayern München ist immer ein Botschafter der Stadt München und er ist ein guter Botschafter. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass er das jetzt auch noch auf dem Trikot zum Tragen bringt. Und ich denke, der Bekanntheitswert Münchens auf der ganzen Welt hängt ganz entscheidend auch mit dem FC Bayern München zusammen. Es gibt nicht viele Faktoren, die weltweit mit München signifikant in Verbindung gebracht werden. Es sind genau drei. Es ist ein Autohersteller, es ist ein großes Volksfest und es ist der FC Bayern München. Und insoweit bin ich sehr zufrieden, dass der FC Bayern München das Ganze jetzt auch dokumentiert, indem er das Münchner Kindl als Wahrzeichen der Stadt München auf dem Trikot trägt. Ich habe es in meinem Glückwunschschreiben zur Deutschen Meisterschaft formuliert, dass ich hoffe, dass wir dieses Auswärtstrikot bei der Champions League nächstes Jahr sehr lang sehen werden. Und ich bin auch relativ überzeugt davon, denn der FC Bayern hat auch für die kommende Saison eine tolle Truppe beieinander. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es erneut passieren wird, dass wir so ein Verletzungspech haben wie dieses Jahr und deswegen vor dem Endspiel aus der Champions League ausscheiden.